Jetzt haben wir hier noch ein schönes Bäumchen und da haben wir ein bisschen Sorge gehabt, weil der Owner von diesem Bäumchen, den haben wir heute zufällig auf einem Event getroffen und der studiert wohl Arboristik, also der hat richtig mit Baumkletterei und allem zu tun, den haben wir heute auch schon klettern gesehen und er hat jetzt tatsächlich einen Baum gelegt, ja, da sind wir mal gespannt, wie der zu lösen ist. Das ist nicht der stärkste und dickste Baum, ich zeige euch den jetzt gleich. Ich passe jetzt mal bloß kurz auf, bis die Bianca da hochrödelt. Ich blende dann gleich mal um. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen den Verlauf. Schon ein bisschen ein fieses Bäumchen. Ist relativ dünn, die ganze Geschichte. Da sind wir schon mal erschrocken. Der Baum hat jetzt auch gut nachgegeben, wenn man sich daran hängt. Jetzt versuche ich mal. Ah, ich bin an der falschen Gabel. Da wollten wir erst, aber es geht eigentlich noch weiter. Ich hoffe, ich bringe das jetzt überhaupt daher. Ja, und hier soll eigentlich irgendwo ein Paddling jetzt hängen. Man wird es wahrscheinlich nicht sehen. Es gibt so diesen Cache hier, der ist jetzt als Tradi gelistet. Da gibt es nämlich tatsächlich noch einen Bonus. Ihr seht hier diese kleinen Ostereier, was wir jetzt nicht wussten, da sind Hinweise drauf. Und da gibt es jetzt natürlich ein paar mehr. Schauen wir mal, da wo die Bianca da ist, nehme ich nochmal so eins. Und ich befürchte, wenn es ganz dumm geht, der Schatzkeks, ich schwenke mal hier rüber, da geht es nämlich weiter. Und da sind viele Ostereier hin. Dahin, im Hintergrund sieht man es auch. Aber ich hoffe, das müssen wir heute nicht machen. Das wird sonst nämlich eng. Das schneid man? Nee, das lassen wir drin. So, ich bin jetzt am Baum oben, wo die Bianca auch war. Ich habe jetzt mal vor, dass ich mit unserem guten Wurfhaken in den Nachbarbaum rüber wechsle. Keine Ahnung, ob der Plan funktioniert. Das hat man schon lange nicht mehr. Erster Wurf. Direkt am Ei. Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Was ist jetzt da los? Ah, okay. Muss mich ein Stück ablassen. Halt's gut, ja. 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 Das funktioniert gut. So, jetzt bin ich im Nachbarbaum. Plan ist super. Ein bisschen kommen wir runter. Sogar so weit, dass ich sehr bequem stehe. Yeah, und schon sind wir im Nachbarbaum. Geil. Traverse hat funktioniert. Und wenn ich jetzt ein glücklicher und ein guter Kletterer wäre, könnte ich ja gleich da rüberkommen. Aber gut, eins nach dem anderen. Schauen wir mal, was da für Überraschung drin ist. Jetzt muss ich schauen. Jetzt habe ich über mir eine ist eine Dose, habe ich Pech gehabt. Sonst noch irgendwo was? Unter mir sind welche. Ja, das war jetzt lustig. Das war jetzt ein schönes Hin und Her. Scheiße. Wie mache ich denn das? Am besten rüberhängen und dann komme ich hoffentlich zurück. Ja, es wird so ein Zweisalz-Szenario. Okay. Dazu müssen wir den Haken mal ausbauen. Da brauchen wir echt gar nicht so viel. Ich
Ja, ey, es läuft doch heute wie am Schnürchen. Bin begeistert. So. Jetzt wäre es natürlich richtig geil, wenn ich doch das andere System drinnen hätte. So, ich hänge mich jetzt am besten mal hier ein. Ziehe die Geschichte fest. Vielleicht nicht unbedingt über Kreuz. So, dass die Geschichte hält. Kann jetzt eigentlich Kurzsicherung ausbauen, dann haben wir wieder eins weniger. So, und schon haben wir ein schönes Zweiseits-Szenario. Das, Kurzsicherung, lassen wir mal noch, falls wir sie doch noch mal brauchen. So, mein Plan ist jetzt, ich habe jetzt hier ein Seilsystem, hier ist das zweite. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, hier sind drei Eier auf dem linken. Und hier jetzt zwischen den Beinen sind auch noch mal zwei. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, ja, so rüber und rüber zu kommen. Das wird jetzt ein bisschen spaßig. Dazu muss ich mich aber da wieder rüber bewegen. Hier ein bisschen ablassen. Ja. Geiler Owner, das hast du richtig geil gemacht im Cache. Muss man lassen. Ein richtig cooles Ding. So, jetzt kann ich mich da vielleicht ein wenig rüberziehen. Ja. So, jetzt hier vielleicht ein bisschen ungeschickt, den Haken etwas aufpassen. Wenn der mir jetzt abhaut, dann knall ich darüber. Gut. Ich lasse mich jetzt mal wieder zurück ein Stück. Soll reichen. Lass mich hier jetzt wieder ein bisschen ab. Jetzt kommt natürlich das System. Ich habe ja eigentlich drei Systeme. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Oh, der da drüben wird lustig. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich den mache. Okay. Ah, das ist der Nachteil am Druid. Wenn da nicht richtig Druck drauf kommt, dann ist das scheiße. So, ich gehe jetzt hier wieder runter. In Hoffnung, dass der jetzt keinen Scheiß macht, da oben der Haken, der gefällt mir nicht so. Ich hänge mich mal hier um, falls der Haken abhaut. Der sieht nicht so vertrauenswürdig im Moment aus. Ja, man muss den ein bisschen im Auge behalten, sonst macht mich hier blöde Schwinger. So, es wird jetzt interessant, ob der Haken wieder runterkommt. Na komm. Jawohl, da ist er. Noch ein bisschen Luft. Da ziehen wir uns noch ein bisschen ran. So, müssen wir uns wieder ein bisschen rauslegen. Endlich mal wieder geiler T5er hier. So muss es sein. Und schon stehen wir auf dem Ausleger. Sehr komfortabel. Zeit ein bisschen auszuruhen. Das Kurzseil ist da oben wunderbar gelegt. Leider jetzt ohne Seilschoner, aber so ist es halt. Geht nicht immer. Okay, bin mir da völlig sicher. Kurz mal ausschnaufen, jetzt darf ich schon wieder mich dann auslegen gleich. Was haben wir denn hier noch? Seil. Und heute war einmal 15 Meter Kurzseil ausgereizt.
Junge, Junge. Das ist kein Geschenk der T5er heute. So, können wir es ausbauen. Kommt der runter. Ohne was kaputt zu machen. Schaut gut aus. Dann ich runter. Schaut auch gut aus. Insgesamt eine super geile Aktion. Mal wieder ein richtig schöner Baum-T5er. Hammermäßig gelegt. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Owner ist ein studierender Arborist. Der hat richtig Ahnung vom Klettern, würde ich mal sagen. Ich habe mir Klettern gesehen heute. Tolles Ding. Ich habe mich zwar zweit blöder angestellt, wahrscheinlich wie er. Es geht mit Sicherheit sauberer, aber gelöst ist gelöst. Jetzt hoffen wir mal, dass wir die Koordinaten alle haben. Schaut, da ist er wieder, die scharfe Chili-Schote. Ah, ne, Entschuldigung, Habanero. Die scharfe Habanero, da ist er wieder. Das Chaos darf hier keiner sehen. Ja, dann machen wir extra mal Großaufnahme jetzt. Pass auf. Ja, das ist. Eiderzacken. Zwei Systeme, zwar im Gott drinnen mit beiden Seilbrücken, aber jetzt drei Systeme drin gehabt. Und wenn man sich da ein paar Mal dreht, irgendwann hat man auch mal einen Knoten drin. Das gibt aber einen Abzug in der B-Note, ja, ne? Heilungsnote. Aber waren immer safe, hab mich immer ganz gut gefühlt. Das Geile ist, wo ist er? Wo ist er? Ach, Mr. Hook. Dr. Hook. Einmal mehr also für diese Art von Cache mit rüber und rüber. Vor allem von einem Baum zum anderen. Geiles Werkzeug, das wäre ohne. Man hätte jetzt in dem Nachbarbaum sonst ein Seil einbauen müssen. Dann halt an dem hoch oder in Zweiseiltechnik. Aber jetzt auch hier oben in Zweiseiltechnik immer rüber und rüber. Ist mit dem Haken einfach geil. Und von wem hast du Dr. Hook? Die da filmt, mein Schätzelein. Ja, liebe Leute, es wird langsam dunkel. Wir schauen jetzt mal, dass wir die Bonuskoordinaten zusammentrommeln. Den Bonus schaffen wir heute leider nicht mehr. Und ja, das war's für heute, denke ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, wir würden uns freuen über einen dicken Daumen hoch. Heute auch mal zwei. Das war heute echt mal eine Herausforderung. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonnieren. Dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, euch allen eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.